Du kannst die Sachen nur umstylen, wenn du aktiver Silver Subscriber bist. Also du bekommst Rewards für kosmetische Sachen, die du aber nicht verwenden kannst. Wow. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Windcraft. Mal wieder zurück hier in der, auf dem Multiplayer-Server. Ich war jetzt eine längere Zeit lang nicht aktiv. Was nicht daran lag, dass mir das Spiel nicht gefällt, was nicht daran lag, dass ich Probleme hatte, was nicht daran lag, dass irgendwas doof war, sondern ich hatte einfach nur keine Zeit. Dabei gab es eine neue Version von Windtills. Da ist aber Distance Horizons nicht wirklich mit dabei. Deswegen bin ich noch auf der alten Version, also auf der 1.06 oder was es ist. Also noch auf der 1.19er Variante. Sobald Distant Worlds dann auch verfügbar ist für 1.20 auf Fabric, dann nutzen wir das dann als Update für Windtills. Aber mal schauen. Bis dahin bleiben wir eben bei unserer Variante. Ich habe immer noch Probleme, dass einige Gebiete nicht gerendert werden, weil ich die nicht mehr geladen habe, weil ich mal was umgestellt habe und dann war halt eben doof. Aber das macht ja nichts. Ich bin wieder da und jetzt gibt's wieder regelmäßigen Content zu Windcraft. Und ich habe einfach nur eine ganze Zeit lang ins Lens Island abgesuchtet und wollte es halt fertig machen, damit ich die Serie beenden kann. Und die ist jetzt fertig und die Folgen kommen jetzt auch nach und nach raus. Und jetzt haben wir wieder Zeit für anderen Spaß. Ich habe auch schon mal ganz kurz die tägliche Quest vorbereitet. Wir müssen nur noch einmal hier ganz kurz ernten gehen und dann. Und dann. Tada, er ist fertig. Außerdem ist gerade, gibt es ein neues Event, eine Festival of Spirits Crate. Und wir haben jetzt die Tagesquest fertig. Deswegen gehen wir jetzt mal ganz schnell nach Hause auf unsere Insel. Machen dort die Kiste auf, lassen also auf den Boden fallen, sortieren es dann in Ruhe aus. Machen die Kisten aus und benutzt ein bisschen von dem kostenlosen Zeug, das es im Shop offenbar gibt, wenn du da spielst. Das habe ich bisher noch nicht gemacht. Ich möchte gerade nicht die Banished Beyond spielen. Vielleicht später. Das Festival schauen wir uns auch nochmal in Ruhe an. Aber jetzt will ich erstmal ganz kurz meine Belohnung abholen, bevor die verschwindet. Gebt mir eine Sekunde. So. Wir sind wieder zu Hause. Und jetzt können wir im Chat die Belohnung abholen. Das ging vorher, war halt vorher schwierig, weil, ne, ist ja immer so eine Platzfrage. So, hops. Und das, genau, das ist schon wieder Ende, ne? Das geht. Das konnten wir einpacken. Den Rest schmeißen wir auf den Boden, dass es eben nicht verloren geht. Gut, okay. Dann in die Bank. Und es gibt jetzt offenbar eine neue Art von Bank. Es gibt einmal die Charakterbank und die globale Bank. Da haben sie es umgeändert. Du hast quasi jetzt deinen Bankslot verdoppelt. Wir können die auch wieder freischalten für ein bisschen Geld, logischerweise. Aber das ist jetzt ein Account-Weiterband für alle Charaktere auf meinem Account. Da ich nur einen habe, ist es jetzt nicht unbedingt sinnvoll. Wo sind die? Okay. Oh, das ist nur ein Anzeigefehler hier anscheinend. So, da hatten wir die genau, hier. Da haben wir unser Zeug. Wir haben wieder was zu verkaufen auch tatsächlich. Ne, die Reed Strings gehören hier noch nicht rein. Wir können mal ganz kurz auf Seite 1 gehen und nochmal ganz kurz die reinpacken schon mal. Und wo sind die Weed Strings? Hm? Oh shit, die habe ich hier mit reingepackt. Ich depp. Okay. Die gehören natürlich nicht rein. Sondern die gehören hier mit hin. Okay. Dann müssen wir erstmal ganz kurz Platz schaffen im Inventar. Wir machen erstmal ganz kurz die Sachen hier weg. Die sortieren wir dann später in Ruhe aus. Okay. Und zumindest die Sachen wieder am Start hier.
Jetzt muss ich nur meine Bank ein bisschen umsortieren. Erstmal ganz kurz beim Blacksmith die Sachen zerlegen lassen. Für mehr Scrapsies. Dankeschön. Jo. Und das auch mit auf die Frontpage. So. Können wir die verkaufen? Was sagt unser Markt gerade hier? Unser Markt-Truller. Der Wut ist noch nicht verkauft. Aber die ganzen Adventure-Sachen sind wie üblich gut weggegangen. Sehr schön. Okay. Ja, der Wut ist vermutlich zu teuer. Den nehmen wir mal raus und stellen ihn nochmal neu rein. So. Sell-Item. Also Perfect Voodoo. Lowest Sell-Offer ist aktuell 77 each. Das ist natürlich Blödsinn. 5000 war zu viel. Machen wir mal 2048. Gucken, ob das dann einer will. 32 Blöcke. Bin ich mal gespannt, ob das klappt. Okay. Und wir können verkaufen, dass die Wheat Grains. Lowest Sell-Offer ist derzeit 10 Blöcke. Nehmen wir mit. Auf Episch. Und außerdem den Wheat String. Hier ist der Lowest Sell-Offer 11. Ebenfalls direkt schon mal drin. Außerdem dann noch die Scraps. Und da kriegen wir zumindest 28 each. Das heißt insgesamt 1792. Okay. Und wird noch ein Slot frei für Tüdelkram. Mal die Gems wegpacken gerade. Dankeschön. Und dann wieder umsortieren. So, das darf alles in die Bank hier vorne rein. Das gehört alles mit hier vorne her. So, hier mal kurz gecuttet, weil ich habe jetzt meine Bank sortiert. Das war jetzt nicht besonders aufregend. Was ich auch gemacht habe, ist, ich habe mir ein paar kostenlose Sachen aus dem Store geholt. Zum Beispiel habe ich mir geholt ein paar Crates. Zum einen hatte ich noch die Bonfire Crates am Start. Die machen wir mal auf gerade. Move away from blocks, okay. Okay, dann los. Crates. Die Bonfire Crate vom letzten Mal noch. Ich kann's nicht. Zählt das hier als Haus oder was? Muss ich ernsthaft die Bonfire Crates oder die Crates generell draußen in der Welt öffnen? Ja, okay. Wow. Ein bisschen weird. Aber was willst du halt machen? Na gut. Einmal zurück. Und dann suchen wir uns mal ein ruhiges Plätzchen und machen mal die Kisten auf. Danke. Also, Bonfire Quests. Die sind vom letzten Event noch. Und das sind die möglichen Gewinne. Click to stop the items. Click. Und ich bekomme... Das tropische Relikt. Okay. Aber da ist noch mehr. Wir haben noch mehr Crates. Dann los. Click to open. Zack. Geht es nicht irgendwie besser, dass man die irgendwie besser aufstellt oder so? Das ist jetzt die neue Quest, die Spirit Chest. Okay. Der mögliche Gewinn. Und einen Play-Effekt. Der Zombie-Weibel-Token. Aha. For one, okay, ich krieg einen Zombie-Weibel. Da kann ich den redeemen, okay. Was auch immer ein Weibel ist, ich habe keine Ahnung.
Wir bekommen das Spiderweb. Ein Spiderweb-Effekt. Okay. Nächste Kiste. Get more crates. Kann man den nicht irgendwie besser öffnen? Loot Crate, Bonfire. Ja, die Loot Crate habe ich, glaube ich, das war jetzt die wöchentliche Loot Kiste. Die monatliche Loot Kiste. Du kannst offenbar eine Kiste umsonst pro Monat. Der Wet-Drip-Effekt. Danke. Okay. Dann, das sind die Spirit Crates, Bonfire Crates. Ja. Dann nochmal eine Spirit Crates. Ein Gearskin. Also verschiedene Waffenskins bekommst du jetzt auch. Okay. Spinning Arcs. Ein Spinning Arcs Effekt. Mehr Kisten. Nochmal eine Bonfire Kiste. Danke. Sechsschwänzige. Okay. Danke dafür, glaube ich. Wir gucken uns gleich mal genau an, was das alles ist. Nochmal eine Bonfire Crate. Ach, die haben Bunny Ears. Okay. Hasenirsche. Oh, ich habe sie sogar bekommen. Nice. Dankeschön. Ja, die müssen wir anlegen, oder? Also Hasenöhrchen müssen sein, glaube ich. So. Nochmal eine Bonfire-Kiste. Von dem Event. Und wenn du dann 50 Kisten kaufst jetzt im Shop oder so, ne? Wie lange willst du dann hier stehen und die ganze Scheiße aufmachen? Schwierig. Nochmal 6 Habe ich das schon. Kann man die Sachen doppelt bekommen oder was? Das ist ja Blödsinn und keine Entschädigung dafür. Okay, das ist schwierig. So, das ist die letzte Kiste gerade. Sehr schön. Und wir bekommen... Oh, den Spectral Wand. Ein Gottlitier. Okay, das ist wohl... Die beste Sachen, keine Ahnung. Okay. So. Also, Kisten haben wir leer. Das ist schon mal gut. Scrap and reroll your rewards. Achso, jetzt kann ich Sachen rerollen. Zum Beispiel die Six Tails. Okay. 5 Rares for 1 Epic. Ah, okay. Jetzt kann ich die Rares aufgeben. Ich meine, ja. Zack. Da haben wir jetzt 5. Die brauche ich eh alle nicht. Machen wir mal einen epischen draus. Und ich bekomme das Fury Scepter. Okay. Dankeschön. Okay. Und da haben wir die Geschichte. Okay, kann man zu. So. Haben wir gescrapped. Bomben habe ich keine, ne? Ne, habe ich keine, okay. Silverable Shop habe ich ja auch nichts. Glaube ich. Genau. Da brauchst du die Shares für und die bekommst du halt eben entweder gekauft oder halt eben, wenn du das Abo hast. So, Change Fashion. Jetzt kann ich hier Sachen umskalieren. Weapon Style. Helm. Okay. Wow. Das ist ja mal mies. Du kannst die Sachen nur umstylen, wenn du aktiver Silver Subscriber bist. Also du bekommst Rewards für kosmetische Sachen, die du aber nicht verwenden kannst.
Wow. Really now? Und das ist der Spinning Arc-Effekt. Oh Gott, auf der mal schwindelig bei. Ah. Okay. Wie sehen die Spiderwebs aus? Nee, auch nicht. Ist nicht meins. Ist definitiv nicht meins. Aber dass du die Trans. Das mit den Transmogs finde ich gerade ziemlich scheiße, ehrlich gesagt. Dass du die Transmogs nur verwenden kannst, wenn du selber Subscriber bist. Das macht kein. Das macht kein. Das ist. Das finde ich bescheuert. Okay, Play-Effekte. Ja, tropfend nass. Bin ich feucht? Ja, okay, nein. Genauso wenig. Okay. Okay, also Play-Effects sind nix. Das kann ich nicht machen. Mob-Totems habe ich keine. Gilde habe ich keine. Disguises habe ich keine. Ist auch wieder das Silver Bull, ne? Nee, okay, no items. Attack-Effects oder Pets. Genau, und da habe ich jetzt mir das Chicken geholt. Und ich habe das Zombie-Vival-Token. Okay. Left click to spawn and fight with you. Right click to give it tasks. Okay, ich kann es bis auf Level 20 leveln. Und wie? Also jetzt löse ich das ein für den Zombie-Vival. Muss Rang Champion sein. Ne, ich hab's jetzt gespawnt, okay. Aber ich kann dir nur Tasks geben, wenn ich über Level 20 bin, okay. So, und das ist offenbar ein Vival. Ein fliegender Block. Okay. Hallo Vival, schön, dass du da bist. Okay. Damit haben wir auch den Spaß schon mal fertig. Und jetzt lass uns mal schauen, wo wir jetzt die... wie jetzt das Event funktioniert. Und damit, ja, da kommen wir, okay. Wie ist es, wenn ich fliege? Macht der mal irgendwas, kämpft der für mich mit oder was macht der? Okay, der scheint tatsächlich mit anzugreifen. Okay. Lass mal schnell Reise betreiben. Hier war ja das letzte Event, also vermute ich mal, dass das nächste Event auch wieder hier ist. Sieht zumindest so aus. Okay. Das ist... Oh, okay. Hallo, Guiding of the Spirits. My party is finished. Okay, die haben auf mich gewartet, offensichtlich, natürlich. War klar, dass ich jetzt komme. Was? Kennen wir uns? Wer bist denn du eigentlich? Hallo, 1? Ich drücke 1. Das Schiff zu continue. Ja, ich drücke das Schiff zu continuen. Hallo? Ich hab mich übersprungen, scheiße. Eine Gruppe von Individuen, die sich um das Wohlergehen dieses Realms sorgen, okay? Okay, es gab ein Problem im Reich der Geister und einige oder
Viele Geister sind in unsere Welt eingedrungen. Okay, danke. Okay. Wir haben einen Guide, der uns in die Richtung der geflohenen Geister Dings, ähnlich wie die Bonfire. Und... Und der Event Airship Captain bringt uns zum Event selber, okay? Wir treffen uns dort. Okay? Ich habe immer noch keine Ahnung, was du von mir willst und wer du bist, aber Geister in unserer Welt, die nicht hergehören, okay. And he's gone. He's gone? Wer ist gone? Du bist doch alleine, redet er mit ihren Stimmen? Speak with me to guiding and take the airship for the banishment. Okay. Okay, guiding of the spirits. Wir helfen den Geistern wieder zurück nach Hause zu finden. Okay. Okay. Guiding of the spirits. Lost soul. Wir haben eine Seele, die ist nicht discovered. Okay, amidst the crown roots, safety at the roots of the great homely tree. Okay. Let their words guide you, okay. Und wenn wir eine Seele finden, sollen wir sie hier wieder zurückbringen. Okay. Okay. I'd like to view the hint again, please. So. Amidst the crawling woods and safety at the roots of a great homely tree. Das kann ja dann im Grunde... Sollte ja in der Nähe sein. Müsst ihr wenn dann in den Wäldern hier sein, oder? Keine Ahnung. Great Homely, das müsste hier sein. Oder die Roots. Bei den Dings. Da war doch so, wir hatten so eine Schnellreise, ne? Wir hatten noch eine Schnellreise zu Dings. Das war hier drüben raus. Achso, ich kriege jetzt die Namen auf den, von den Items, okay. Ja. Der Kollege sollte uns doch eigentlich rüberbringen in die Wälder. Da rauch. Galopp, 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 galopp. Und... So, wir sind im Wald... Hast du einen Geist gesehen? Okay. Jetzt sag mir nur, ich soll zum Händler gehen. Ich will nicht zum Händler, ich will... Zum... Oh, hier! Los, Soul, da ist es doch. Hi. Darf ich dich mal eine Runde guiden? Ups. Zombified Moon. Okay. Und jetzt fliegt er uns hinterher. Wenn wir den jetzt nach Hause bringen, dann kriegen wir Belohnung. Ey, lass das mal bitte. So, Daedalus ist in diese Richtung. Sind die Schilder neu? Oder habe ich bisher vorher nie gesehen?
Gut, aber Schnellreise ist jetzt außer Frage, ist jetzt keine Option. Davon gehe ich mal aus. Und ihr könnt es versuchen, oder? Vermute ich aber nicht. Shield ist bitte refreshed. Zack. Oh, doch. Okay, cool. Okay. So, Herr Geisterführer. Ja, ich glaube, das hat funktioniert. Okay. Es bin gerade at home. Speak to me. Ja, okay. So, Döffel dann. Skept Souls. Da ist noch einige voraus. Das heißt, nur eine Seele von vielen. Und der Seher sagt, ich hätte gerne Belohnung für meine Arbeit. Ja, immer, immer. Hier, ich krieg was. Ein spektrales Ticket. Im Nordwesten gibt es eine Ziehung, eine Lotterie der Geister. Und dafür haben wir jetzt gerade ein Ticket bekommen. Im Nordwesten, okay. Gut. Und wir kriegen One Ticket für jeden Dings. Und im Bounty Spirit kriege ich sogar zwei. Mhm. Oder so, so hat der Dings es erzählt. Alles klar. Der Seher. Er verkauft. Okay, wenn ich genug Seelen geleitet habe, verkauft er mir auch Artefakte. Click the Rewards Button to claim it. Okay. Emblem of Spirits, Shroud of Darkness, Red Vanity Trinket. Use changes the world time to night. Okay. At your location, if used or active. Okay. 10 Sekunden, alle 2 Minuten. Platziere ich ein Pumpkin. Ein extra Draw beim Drawing for Spirits. Das ist ein 16 Tickets. Okay. Back of Tricks. Random Effect on the User. Effects can be positive or negative. Okay, das klingt lustig. 20 verlorenen Seelen. Cooldown. Let's go to the battle. Okay. Irgend so ein Dings. Spirit Shard. Gravedigger Spade. Nochmal Tickets und Glowing Thing Floating in the Night. Okay, interessante Belohnung. Jetzt habe ich die Dings bekommen, ne? Das Ticket und den. So. Unlocked, okay, in 5 Stunden. Ach Gott. Tag für Tag. Und okay, das ist ja. Time-gated. Okay. Gut. Das so geht. Ja, ich helfe euch, wenn mir ein Geist über die Ohren um die Augen fliegt, dann ja, aber ansonsten eher nicht so. Okay, cool. Dankeschön. Schön, dass du da warst. Nett mit dir zu sprechen. Was verkaufst du eigentlich jetzt noch? Verkaufst du irgendwas oder? So, I'd like to see the spirits. Can I view the rewards? Okay, das ist nur der. Okay, damit würde ich nur die Dinger sehen. Also ich kann mit ihm nichts anfangen. Der wollte mir was verkaufen, aber das macht er auch mal nicht. So, im Nordwesten sollte jetzt aber eine Belohnung verfügbar sein. Nordwesten. Da drüben wäre das. Im Nordwesten der Stadt veranlasst er eine Ziehung. Hier ist so mal so ein Geistersymbol. Das heißt, vermutlich findet die Ziehung hier statt.
Nee. Der hat vermutlich nichts zu erzählen, oder? Welcome back to the Deadlands, erst mal Maltic. Nee, okay, der hat nichts zu erzählen. Das ist, na gut, ist nicht ganz Nordwesten. Nordwesten ist so ein bisschen hier drüben. Ah, hier. Drawing of the Spirits. Der nächste Draw in 8 Stunden. Ah, ey. Okay, man kann doch nicht rufen. In 8 Stunden geht's weiter. Da gibt es 50 Tickets. Spend Spectral Tickets to receive Emeralds, Powders, Runes und Exclusive Items. Und was mache ich jetzt hier? Einfach nur hingehen und mit ihm reden oder was? Oder wie? Oder was? Der Seher. Ja, ich bin, komm gerade rechtzeitig, alles klar. Ich habe doch keine Ahnung, was hier passiert. Aber ja, ich bin erstmal hier. Für irgendeine Ziehung oder irgendwas. Und für den richtigen Preis verkaufen wir die Geister. Das ist okay. Wir kaufen den Geistern Zeug ab. Okay. Ja, ich mache Belohnung und bekomme das Ticket. Und dann geht's los. Wir sollen uns Tickets ausgeben, bevor er abhaut. Alles klar. If you have any tickets you'd like to spend, speak to me once more. Okay, ich habe ein Ticket, das ich gerne loswerden möchte. Okay, ich werfe hier meine Sachen in den Pott und dann bekomme ich Belohnung in 8 Stunden. Okay. Also ich habe das dumpfe Gefühl, ich arbeite gerade für umsonst. Ich sammle die Viecher ein, die Geister ein, bekomme dafür die Tickets. Und die Tickets gebe ich dann in eine Lotterie, wo ich vermutlich nichts gewinne. Also ich hab im Grunde habe ich effektiv den die Geister für lau gesammelt. Okay, lass mal kurz gucken wegen dem Airship Captain, der war ja auch hier in der Nähe, ne? War das nicht hier irgendwo hoch oder so? Hier oben war das, ne? Genau. Lass uns mal in das Eventgebiet fliegen, gucken, was da abgeht. Hallo! Pleasant day, is it? Achso, vielleicht nehme ich dann doch lieber den hier am besten. Der Event Airship Pilot, okay. Okay. Wir werden dann in der nächsten Folge allerdings, die Folge wird wieder viel zu lang, mal uns mal die Eventinsel anschauen und dann mal das Banishen im Beyond mal testen. Ne? Wenn wir eine Gruppe finden. Ich habe keine Ahnung, was funktioniert. Wir werden sehen. Das soll es für die Folge gewesen sein. Übrigens, wenn es dir gefällt, gerne mit subscriben. Und das ist wichtig, da gibt es mehr von mir. Wir sind in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.